Na, ihr süßen Zuckerschnuten. Wollen wir mal die Glossy Box auspacken? Ich habe schon mal reingekickt. Sonst packen die auch mal so eine Broschüre rein, dass man weiß, was hat der Schnodder gekostet und was ist das überhaupt? Ich meine, das haben sie mehr gemacht. Weiß ich nicht, irgendwann ist vielleicht auch ein Karton nicht mehr drin. Keine Ahnung. Ich habe mir hier mal so ein komisches Ringlicht gekauft. Boah, hier verschiedene Farbeinstellungen. Mal kicken. Jetzt ist rosa das Licht. Wir lassen mal das. Wir lassen mal das. Ich zeige euch mal, was drin ist. Oh, es ist Freitag. 14. Geht ins Wochenende. Jetzt habe ich meine Booster-Impfung gekriegt. Ja, alle gut. Alle gut da. Alle schick. Arm tut mir ein bisschen weh. Ja. Ach, hier steht es. Online-Magazin. Jetzt gibt es das nur noch online. Na klar, jetzt kriege ich auch nur online und scanne das ein. Und dann kriege ich auch noch was jeder Produkt. Ach, hört auf. Also, ist ja, ist umweltfreundlich. Das ist umweltfreundlich. Finde ich auch mal ganz geil. Ist umweltfreundlich. Und dann, wenn du das schickst, ist hier nochmal ein Karton drum. Dann ist hier ein Karton drin. Dann ist extra nochmal Papier hier drin. Dann ist hier 1 Million Raspelkackpapier drin. Aber wir machen aus umweltfreundlichen Gründen das Magazin nur noch online. Also, als erstes ist hier diese Mutmask drinne. Das war ja auch die immer, da hatten sie auch schon drinne hier dieses schwarze Zeug für die Gesichte. Das ist diesmal eine Cleansing Mask. Der Reihe in 1. Milieureinigung, Porenreinigung, Rebalancing, Energizing und Rehydrating. Naja. Nehmen wir mal so hin. Dann ist hier drinne Steam. Steamy? Steam? Jasmin? Self-Warming Eye Mask. 30 Sekunden. Da oben. Leg mir sowas auf der oben klöppeln. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich brauche keine Angst haben. Schminkvideos kommen von mir nicht. Ich kann sowas nicht. Ich selbst habe ein permanent Make-up und das bisschen, was ich da mache, na, das ist. Noch eine Maske. Was hat das denn? Zentartikel, also. Eine Hyaluronmaske. Ja, zum 185.000. 12 Trillionsten Mal. Dann ist hier dran. Ah, das ist hier dran. Könnt ihr euer Gesicht mit. Und auch die Oberschenkel, Cellulite. Überall weg. Masken. Ja. Spa to you. Ja. Finde ich mal ganz cool. Vielleicht in eine Badewanne machen. Das finde ich natürlich cool, wa? Haarmaske. Einen Mähnenzähma. Na gut, so groß ist meine Mähne nicht mehr. Und mein lieber Ben hat mir hier ein paar schöne Herzen drin geklöppelt. Sieht man die so, wa? Hat aber schön gemacht. Aber für strapaziertes und trockenes Haar also ideal. 100% vegan, ohne Silikone. Und ein recycelter Tiegel. Ja. Haarliebe, Haarkur. Na, Haarkur ist immer schön. Ist so sehr schön. Ich habe von Haarliebe halt mir vorgestern die Haare mit gewaschen. Ja. Ich kann mir wirklich sagen, wir sind schon am Ende von der Grotti-Box angekommen. Die Glossy-Box heißt es ja. Was soll denn das sein? Ray of Light. Ich finde das immer total cool. Ich finde das so cool, wenn kein Schwein weiß, was das ist. Ehrlich. Jetzt hast du irgendwas, was du dir an der Backe schmieren kannst. Das ist ein, wie so ein Highlighter-Schnulli-Zeug bestimmt, oder? Das war das. Nimm ich gerade nicht. Also ein Poren zu spachteln und. Nee, brauchen wir nicht. Ja. Den Rost kann ich verwenden.
Gesichtsmaske nutze ich auch immer. 51. Da darf man natürlich rechtzeitig damit an. Hm? Ja, ob ich mir sowas auf die Augen legen werde, weiß ich nicht. Signale schwer nicht mehr reinschreien drum. Ich bin heute wie Oma Hilde. Ich habe heute einfach eine Schreckhefe an. Hm? Ist halt noch so ein bisschen müde und kaputt und oh, das Wetter ist auch so ein bisschen trist. Und mir fehlt mein Laufen. Ehrlich, mir fehlen meine 15 Kilometer Laufen. Ich brauche das jeden Tag. Aber ich will ja vernünftig sein. Ich habe ja versprochen, nach der Impfung mache ich 2 Tage Ruhe. Außer mein Workout macht mir ja noch. Das mag ich. Das geht. Das geht immer. Ja, wie gesagt, so eine Maske ist auch immer ganz gut. Kann man auch immer verwenden. Und so eine Schrubbelbüschel. Naja, 15 Euro, glaube ich, kostet die Glossy Box. Oh, ja. Seit Jahren nehme ich mir vor, dass ich mir das Ding abbestelle, aber mach ich nicht. Ja, das war das Erlebnis für Januar. Ja, aber was willst du noch erwarten, wa? Du fühlst ja von Anfang an so ein Schnulli-Ding da aus, dein Profil. Aber ob du das ausfüllst oder mit der rechten Hand an den Arschbacke fasst, das ist das Gleiche. Das interessiert dich überhaupt ja nicht. Da kriegst du was für dunkle Haare, da kriegst du weiß ich was, woran du ja kein Interesse hast. Das ist völlig egal. Die werden immer gleich gepackt und ich weiß nicht, wie weit du dein Beauty-Profil abgegeben hast. Ich hab keine Ahnung. Das hat alle Jahre noch nicht verstanden. Gib mal schöner Glitzersteine. Vom liebsten gekriegt. Ja, eigentlich leuchtet der in allen Farben, aber irgendwie ist das Licht blöd. Als Herz auch nochmal. Ich bin sein Herzchen. Ja. Ja, die nächsten Tage will ich mal kicken, ob ich es morgen schaffe. Machen wir mal einfach einen Vlog. Einfach mal tratschen. Weil viele haben auch ganz viele Fragen zur ketogenen Ernährung. Da werde ich euch ein bisschen drüber berichten. Oder wie man es geschafft hat, über 60 Kilo abzunehmen. Herr Kinnikrieg, ich bin ganz stolz auf mich. Bin jetzt auf Halten. Seit September. Ja, der eine oder andere würde jetzt sagen, na ja, in der 60er Kilo, was du wiegst, ist immer noch nie genug. Könntest du auch in der 50er Kilo wiegen? Nee, ich bin 1,68 groß. Alle schick. Reicht mir völlig aus. Wirklich. Doch, doch. Bin ja stolz drauf. Trachtkleidergröße 38. Liebig. Außer in meiner Sportklamotten. Ich weiß nicht, warum die immer so eng geschnitten sind. In einige geht das. Von Adidas und Co. so, das geht. Aber ich habe auch andere. Wenn ich mir da ein Laufshirt anziehe, Freunde der Nacht. Aber es ist der Wurzel in der Pelle. Ja, eigentlich macht das auch nicht, aber ich möchte das nicht. Aber man lernt ja dazu, wa? Probierst du dann halt durch und ist auch so, jeder Laden hat ja auch unterschiedliche Größen. Kommt ja auch noch. H&M hat diese Größe. Mir müsste dir fallen, ich muss drin passen. Mein neuer Stil ist ja, ich trage jetzt immer ein kurzes Oberteilchen da. Und dann ja, entweder eine Strumpfhose oder eine ganz dünne Leggings. Dazu ein paar hohe Boots. Ich habe noch ein paar schöne Hoodie, ich warte drauf, ich hoffe, die kommen morgen. Ja, so ähnlich wie Doc Martens und mit Blümchen drauf. Und dann habe ich so einen Blümchenrock. Das ist so ein ruhigen Rock. So ein kurzer Mini-Rock. Sieht schön aus. Sieht wirklich schön aus. Ja. Man muss sich auch mal einen neuen Stil zulegen, wa? Die fällt mir mal auch sehr gut. Man wird doch immer mutiger. Ist so. Ich würde mal sagen, kommt gut in Wochenende. Ich habe gerade Hefeschnecken, Keto-Hefeschnecken gemacht. Oh. Ach, war das eine leckere Hefeschnecke. Wir haben uns natürlich angewöhnt, wir essen jetzt bloß noch zum Wochenende hin. Gucken. Wegen hier ist meine Ader zerfallig. Alter Vater. Naja. Ja. Und dann backe ich uns was mega leckeres. In der Woche nicht. Da kommt das für mich nicht in Frage. Da gibt es dann zum Nachmittag was anderes. Da gibt es als Nachmittagsmahlzeit ganz gerne mal
Ein Schinkenteller. Oder Lachs. Oder einfach Kölnien Frischkäse mit was Leckerem drin, mit meinen Beeren. Nein, nicht Braunbeeren. Blaubeeren. Mal sehen. Vielleicht quatschen wir nachher noch weiter.